Das Konsumklima in Deutschland ist so gut wie seit 6 Jahren nicht mehr. Aber nicht alle sind optimistisch. Manche horten Konserven oder haben stets einen Notfallrucksack gepackt. Sie nennen sich Prepper, abgeleitet vom englischen Wort prepare, vorbereiten. In den USA ist Krisenvorsorge bereits ein Trend. Doch auch deutsche Internetforen zählen mehr als 1000 Mitglieder. Wovor haben Prepper Angst in Deutschland? Martin Faber hat 2 Kölner getroffen, die auf eine verschärfte Krise vorbereitet sind. Wenn in Europa der Strom ausfallen sollte, ist Oliver Schäfer vorbereitet. Der 49-jährige Familienvater hat sich einen zusätzlichen Gaskühlschrank angeschafft, der unabhängig vom Stromnetz funktioniert. Wie wir in Griechenland gesehen haben, kann es jederzeit zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung kommen. Banken werden geschlossen, Läden werden geschlossen, geplündert. Und es ist nicht völlig undenkbar, dass so ein Szenario auch hier passiert. Und dann ist es besser, man ist ausgestattet. Im Krisenfall muss Schäfer seine verderblichen Lebensmittel in seinen Gaskühlschrank umräumen. Viele sind das nicht, denn schon im Supermarkt kauft er vor allem Produkte, die seine Frau und 2 Kinder für mindestens 3 Wochen ernähren können. Gelegentlich bestellt Schäfer seinen Notvorrat auch im Internet, bei Online-Händlern, die mit der Euro-Krise werben. Manche Notfallpakete sind bis 30 Jahre haltbar und kosten 800 bis 4000 Euro. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man sie zum Einsatz bringen muss, weil die herkömmlichen Vorräte auch nicht reichen, wird normale Nahrung oder auch solche Nahrung sicherlich noch viel, viel teurer. Und deshalb hat man damit gut vorgesorgt, wenn man sie jetzt zu einem Preis kauft, der noch bezahlbar ist. Sein Notvorrat lagert Schäfer im Keller. Konserven, Wasserkanister und Hygieneartikel. Es gibt ihm etwas Sicherheit, dass sich seine Familie zeitweise selbst versorgen kann, sollten die Supermärkte plötzlich schließen. Auch Bastian Plum bereitet sich auf eine Eskalation der Euro-Krise vor. Der ausgebildete Rettungssanitäter befürchtet eine Plünderungswelle infolge von Lebensmittelknappheit. In einem Notfallrucksack packt er alles Überlebensnotwendige ein. Eine Erste-Hilfe-Tasche, eine kleine, für kleinere Verletzungen und halt auch, dass man seine eigenen Medikamente nicht vergisst und mitnimmt. Und halt was Persönliches, um mich selber zu motivieren oder halt mein Kind dementsprechend auch bei Laune zu halten. Notvorrat und Notfallrucksack. Solche Ratschläge finden sich auch in der Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Unterstützt das Bundesamt die Prepper-Bewegung? Wolfram Geier, Leiter der Abteilung für Notfallvorsorge und Schutz kritischer Infrastrukturen, sieht sie skeptisch. Langzeitkrisenvorsorge, die möglicherweise mehrere Jahre umfasst, bezogen auf Lebensmittel, halten wir für absolut übertrieben und auch sinnlos. Wir gehen von Krisen und von Situationen, von Notfallsituationen aus, die Stunden bis Tage, vielleicht wenige Wochen dauern. Ob übertrieben oder nicht, Prepper fürchten, dass es in Europa zu unberechenbaren Kettenreaktionen kommen kann, jederzeit. Ihre Vorbereitungen geben ihnen ein wenig Sicherheit.